Im Weltcup lief es heuer nicht immer nach Wunsch und so konzentrierte er sich in dieser Saison auf ein großes Ziel, die Weltmeisterschaft in Altenberg. Und wenn es darauf ankommt, dann ist er immer da. Armin Zöckerler gewann am Samstag im Osterzgebirge seine 10. WM-Medaille, die erste übrigens in Bronze, nachdem er schon 6-mal Gold und 3-mal Silber erobert hatte. Zöckerler wurde hinter dem neuen Weltmeister Felix Loch und dem Russen Albert Demtschenko ausgezeichneter Dritter. Zur Freude von Rennsportleiter Karl Damian. Wir sind sehr zufrieden. Ich glaube, er ist am meisten zufrieden. Es war heuer von Anfang an eine schwierige Saison. Wir haben von Anfang an auch ein bisschen mit den Rennanzügen probiert, getestet, mit Materialien getestet. Haben leider nicht die Bahn in Cesana gehabt zur Verfügung, dass wir retten können. Mehrere Tests. Wir haben müssen in Lillehammer testen, zurückfahren nach Südtirol. Der Walter Bleichner hat Tag und Nacht gearbeitet, dann ist nach Sigulda gegangen, wieder testen, wieder zurück. Also es war eine schwierige Phase. Teilweise die Weltcuprennen müssen hernehmen zum Testen. Ich glaube, man muss die Medaille schon dementsprechend da bewerten. Nur ein Rodler hat bei Weltmeisterschaften noch mehr Medaillen als der 38-jährige Füllerner gewonnen. Georg Hackl holte in seiner Karriere insgesamt 11 Einzelmedaillen, war dafür aber nur 3-mal Weltmeister. Zöckerler hält hingegen schon bei 6 Titeln. Und nicht zu vergessen, 3 Medaillen gewann Zöckerler auch noch im Teambewerb. Neben der Medaille von Zöckerler waren aber auch die Leistungen der restlichen Südtiroler in Altenberg erfreulich. Wir haben einige Top-10-Ergebnisse erzielt, die wir uns nicht erwartet haben. Vielleicht im Vorfeld mit der Sandra, die was heuer eine sehr starke Saison fährt. Wir haben ein Top-10-Ergebnis mit dem David Meyer, gehandicapt durch seinen Fingerbruch. Wir haben den 11. Platz von Dominik Fischneiler. Aber was mich noch positiver stimmt bei den Einsitzern, nicht und inklusive Doppel, wir haben in alle 3 Kategorien jeweils die Bronzemedaille in der unter 23 Kategorie geholt. Und das stimmt zuversichtlich für die Zukunft. Ich glaube, auch Oberstolz-Gruber kann man auch vielleicht die Saison so bewerten wie bei Armin. Sie sind auch von Anfang an ein bisschen verunsicher gewesen. Sie haben sich bemüht, mit Materialien weiterzukommen und alles. Und das, ist halt die ganze, das hat sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison gezogen. Nicht? Sie haben zwar 2 Podestplätze gehabt, sind sicher unter dem Wert geschlagen worden, aber wer weiß. An diesem Wochenende sind die Azzurri Sigulda in Lettland im Einsatz. In 9 Tagen endet dann die Saison mit den letzten Weltcuprennen im russischen Baramonowo.